Ja, liebe Freunde des Langstreckenfahrens, heute ist es endlich soweit, das erhoffte Equipment-Video wird gedreht. Ich fahre von Bonn heute, um eine Strecke auszuprobieren, nach Belgien und zurück und werde dabei ein paar nette Pausen einlegen, die ich vermutlich schon aufgrund des Wetters hier und da mal machen muss. Das Fahrrad ist gepackt. Es ist so gepackt, wie ich mir heute vorstelle, PWP zu fahren. Das kann natürlich durchaus sich noch ändern. Wer mich kennt, der weiß, dass ich so kurz vorm Start immer so die Minimalitis kriege. Also am liebsten gar nichts mehr ans Fahrrad bastle. Aber das möchte ich mir diesmal nicht antun. So, deswegen habe ich es mal vollgepackt. Kann sein, dass das ein oder andere Teil fehlt oder ich irgendwas schon heute zu viel eingepackt habe. Aber es geht ja ums Grundsätzliche. Ich werde natürlich relativ viel reden. Also heute mal ein Labervideo. Ihr habt allerdings die Chance, unten auf der Zeitlinie die Kapitel zu überspringen. Ich werde euch da Kapitel einsetzen und da könnt ihr euch die Stellen anschauen, die für euch besonders interessant sind. So, und das versuche ich auch noch ein bisschen zu strukturieren. Ich sag mal in so drei Teile, vielleicht das, was ich anhab, dann das Fahrrad. Ist ja oft gewünscht worden, dass ich das Fahrrad mal vorstelle. Und dann natürlich das Gepäck. So, ich bin hier kurz hinter Bonn. Wunderbar, ich glaube Kottenforst nennt sich das Ding hier. Prima Ding. Noch nie gefahren. Sehr, sehr schön. Und ich melde mich definitiv gleich von unterwegs. Kleiner Hinweis noch, ich bin natürlich nicht so ein super Material-Nerd, also werden meine Erklärungen ein bisschen oberflächlicher sein. Wenn ihr doch spezielle Fragen habt, dann stellt die doch einfach in den Kommentaren und zur Not laufe ich mal eben in den Keller und guck mal nach, wenn ihr wissen wollt, was ich da jetzt genau für eine Marke an Felgen habe oder sowas, ne? So, ich bin gerade in Schmidt. Ich fahre also da Fahrrad, wo andere heißen. Und habe mir gerade hier in einer kleinen Bäckerei Frühstück geholt. 3,90 Euro für jede Menge Zeug. Wunderbar. Hier ist ein kleiner Park, da habe ich mich jetzt erstmal hingesetzt. Und jetzt erzähle ich mal etwas über meine Klamotten. Erstmal, ich nehme von allem nur eine Garnitur mit. Das reicht mir, mehr brauche ich nicht. Zweite hat sich das bei mir noch nie bewährt, egal ob Socken oder zweites Shirt. Das macht keinen Sinn. Und ansonsten versuche ich halt mehr oder weniger einen Zwiebellook hinzubekommen. Das heißt, gerade für den Oberkörper mehrere Schichten. Genau, also was ich anziehe, so auf der normalen Fahrt, sind natürlich Socken, eine Radhose, ein Unterhemd ziehe ich an, hier so ein. Hier habe ich also immer ein Unterhemd unten drunter.
Auch wenn es wärmer wird, dann ziehe ich lieber mal hier oben das, den Reißverschluss auf, dann ein Shirt drüber. Heute habe ich hier Armlinge an und so eine Käppi. Die Käppi habe ich auch immer an, weil ich finde es dann etwas besser, wenn man den Helm drauf auf hat. Außerdem bekommt man auch keinen Sonnenbrand durch die Rillen vom Helm. Ja, das sind so eigentlich meine Sachen. Schuhe, vielleicht, da ziehe ich eher Mountainbike-Schuhe an. Ich habe also so ein SPD-System. Das finde ich deswegen besser, weil man damit auch noch normal laufen kann. Rennradschuhe haben natürlich den Vorteil, dass der Druck nochmal besser verteilt ist und dass man damit eigentlich nochmal besser Fahrrad fahren kann. Aber diese Platten, die da drunter sind, wenn die so ungeschützt sind, das ist nichts für mich. Die reibe ich mir zu schnell auf. Deswegen lieber so Mountainbike-Schuhe. Die haben auch noch einen anderen Vorteil. Und an Klamotten habe ich jetzt zusätzlich in meinen Taschen noch eine Regenjacke. Das reicht mir. Ob ich jetzt noch so Regengamaschen mitnehme, weiß ich noch nicht. Eher nicht. Und natürlich eine Warnweste habe ich noch dabei. Bei PWP werden wir noch eine bekommen vorweg. Aber die ist in Frankreich natürlich sehr wichtig, denn außerhalb Ortschaften und abends nach der Dämmerung muss man per Gesetz eine Warnweste tragen. Ja, und ich nehme mal eine zur Sicherheit mit, falls die ich bekomme, mir nicht passen sollte. Ja, so, das sind eigentlich die Klamotten, die ich so mitnehme. Das heißt, also obenrum könnte ich mit Regenjacke und Weste mir quasi vier Schichten bauen. Beinlinge habe ich noch in meiner Tasche, ganz vergessen. Kann ich natürlich auch noch anziehen. Dann wird es an den Beinen ein bisschen behaglicher, aber ansonsten reicht das. Ein paar Handschuhe, ja, und so ein Halstuch habe ich auch noch dabei. So, jetzt habe ich es aber. Das sind wirklich alle Klamotten. Also man kann dann so ein bisschen modular, je nachdem wie kalt es wird, nachts kann es ja sehr kalt werden da, ja, dazu nehmen oder wieder wegtun. Das ist eigentlich so das Beste, was man da machen kann. So, und weil so viele gefragt haben, was hast du eigentlich für eine Lampe am Helm? Also ich ziehe natürlich einen Helm an, ja, ist auch, glaube ich, bei PWP Pflicht, aber auf dem Rennrad, wenn man nur jenseits der 25 Kilometer unterwegs ist, ja, dann empfiehlt sich schon der Helm zur Sicherheit. So, und das ist hier so ein normales Ding. So, und viele fragen dann, was hast du denn da vorne eigentlich immer für ein Ding dran? Ist das eine Lampe? Ja, das ist eine Lampe, das ist eine ganz normale Wanderlampe. Die ist auch nicht für den Straßenverkehr gedacht. Also die darf man auch nicht im Straßenverkehr benutzen. Die hat drei Leuchtstärken. Die kann ich hier oben ein- und ausschalten. Und ja, hat den großen Vorteil, wenn man mal was lesen oder reparieren möchte oder so. Oder in der Tasche rumkramen muss im Dunkeln. Dann hat man ein bisschen Licht. Da ist auch Notlicht drin. Also ich kann die Lampe auf Rot umstellen, falls ich mal irgendwo im Graben liege oder so. Dann hat man nochmal zusätzlichen Notschalter. Ja, und der Clou ist eigentlich, die konnte ich hier vorne also sehr, sehr gut einfach mit so einem Kabelbinder festmachen. Und ich kann die ein bisschen neigen, das ist auch nochmal ganz sinnvoll. Und wenn ich die öffne, dann kann ich da so einen Akku rausholen, dass ich auch noch mit einem USB-Kabel laden kann. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Jo, das war es eigentlich schon so zu Klamotten. Was anderes habe ich nicht dabei, auch zum Schlafen nicht. Nein, ich bleibe so, wie ich bin. Für 3-4 Tage muss das funktionieren. Und gleich beim nächsten Stop erzähle ich dann wahrscheinlich schon ein bisschen über das Fahrrad oder über das Gepäck. Ja, kleines Regenpäuschen. Ich hoffe, es zieht jetzt irgendwie etwas nur vorbei. Muss ich gleich mal am Radar gucken. Aber ich nutze jetzt die Zeit, um euch mein Fahrrad vorzustellen. Das ist ein Bombtrek Audax aus dem Jahr 2016. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich liebe dieses Fahrrad. Ich weiß gar nicht, viele fragen ja immer, Thomas, willst du nicht mal ein neues Fahrrad? Irgendwie so was Tolles, so
mit Carbon und so. Nee, muss ich sagen, also ich mag es ganz genau so, wie es ist. Es hat natürlich seine Schwächen, aber es ist ein tolles Fahrrad. Es hat einen Stahlrahmen und es ist tatsächlich auf die Langstrecke auch ausgelegt worden damals. Ja, wir fangen einfach mal vorne an beim Lenker. Ich habe da am Lenker mir so zwei Hörnchen dran gebaut. Das sind abgesägte Auflieger. Auflieger selber haben bei mir nie funktioniert. Aber ich mag die Gepäckoption, die ich mir damit reinhole. Denn da kann ich wunderbar eine Tasche unten dranhängen. Und vor allen Dingen auch eine Tasche, die nicht zu tief ist. Denn direkt darunter, unter dem Lenker, unter der Tasche, habe ich ja noch eine Lampe. So, und das hat halt mit jetzt Länge, mit größeren Lenkertaschen nie funktioniert. Das ist immer auf die Tasche, auf die Lampe drauf. Und so habe ich eigentlich, muss ich sagen, nochmal eine ganz gute Gepäckmöglichkeit vorne dran. Ja, am Lenker habe ich dann noch eine Sache, die ich ganz wichtig finde, das ist ein Rückspiegel. Den benutze ich sehr, sehr gerne. Gerade in der Nacht kann man das ganz gut sehen. Von hinten kommen die Autos mit Lampen und die sieht man schon von Weitem. Und auch tagsüber kann man den ganz gut nutzen, um sich auch mal nach hinten zu orientieren. Ist für mich ein sehr wichtiges Sicherheitsfeature geworden. Möchte ich also nicht mehr vermissen. Ja, wir bleiben vorne. Ich fahre mit einem Nabendynamo. Und damit ja, treibe ich vor allen Dingen das Frontlicht und das Rücklicht an. Ich habe ein Ladegerät zu Hause, aber das benutze ich nicht. Ich fand, das war zu viel Fummelei. Da nehme ich lieber eine dicke Powerbank mit und gucke aber, dass ich mit dem Licht autark bin. Ich habe vorne 100 Lux. Das ist schon ganz gut für die Nacht. Klar, wenn du natürlich langsam fährst, dann hat der Dynamo immer einen Nachteil gegenüber einer Akkulampe, aber ich bin damit sehr zufrieden, vor allen Dingen auch hier mit der Lampe, die ich hier vorne dran habe, 100 Lux, wie gesagt, also damit komme ich sehr, sehr gut durch die Nacht. Ja, dann geht es an die Reifen. An den Reifen, da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, wie gesagt, ich bin gar nicht so ein Nerd, ja, ich habe allerdings einen Conti 5000 drauf. Der hat für meine Verhältnisse rollt der sehr gut. Und damit die unter meine Schutzbleche passen, ich fahre nämlich sehr gerne mit Schutzblechen, nicht nur für mich selber, sondern auch für diejenigen, die hinter mir fahren. Das ist nämlich so ein bisschen Etikette beim Langstreckenfahren, dass man wenigstens versucht, die Hintermänner auch ein bisschen sauber zu halten. Ist in der letzten Zeit ein bisschen verloren gegangen, habe ich so das Gefühl. Also, Conti 5000 in 30 mm Breite, die passen gerade noch so unter die Schutzbleche. Das ist eigentlich so für mich eine ganz gute Option. Im Winter wechsle ich die immer auf so Four Seasons, die sind dann besser, haben besseren Pannenschutz, einfach sind was schwerer, ja, fahren nicht so schnell, aber ja, so habe ich dann halt immer einen Winter- und einen Sommerreifen. Jo. Bremsen, ich fahre mit Felgenbremsen noch, die kann ich schnell wechseln, reparieren, da habe ich kein Fading durch eine hydraulische Leitung oder sonst irgendwas. Bremsen natürlich nicht so gut, aber ich will beim Fahrradfahren ja eigentlich gar nicht bremsen. Ne? Ja, auf die Felgen, da habe ich mir so Aufkleber geholt, die sind schwarz, die sieht man kaum. Die reflektieren aber sehr gut und die habe ich halt überall drauf. So fallen sie halt nicht auf, aber wenn ich von der Seite Licht bekomme, dann bin ich sehr, sehr gut damit zu sehen. Ja, es sind nicht die nach Straßenverkehrszulassungsordnung verlangten gelben Seitenstrahler. Aber meine sind besser. So, ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich fahre noch klassisch mit Zügen, also ich habe hier Brems- und Schalthebel in einem. Ich habe vorne zwei Kettenblätter und hinten glaube ich 11-fach. Ja, das ist diese Shimano 5800, glaube ich. Die hat halt diese Angewohnheit, dadurch, dass der Zug so komisch durch den Hebel geführt wird,
dass der halt ab und zu mal reißt. Ihr kennt vielleicht das Video vom 600. So, dann geht es hier weiter. Ja, da kommt erstmal ein Rahmen. Dann geht es hier weiter. Ja, was kann ich noch sagen? Ich habe Flaschenhalter. Der eine, da kann ich die Flasche zur Seite rausziehen, aber kein so ein Fitlock-Zeug, sondern ganz normale. Ich habe eine Luftpumpe am Rahmen direkt dran, an die ich schnell rankomme. Dann habe ich hier so einen Brooks-Sattel, diesen Cambium, mit dem ich sehr zufrieden bin. Der zeigt hier vorne aber jetzt schon wie der alte auch so einen Riss in der Oberfläche. Ich hoffe mal, er bleibt dabei. Ja, schauen wir mal. Also ansonsten bin ich da sehr zufrieden. Der ist ein bisschen härter. Da ist jetzt kein Zeugs drauf, Gel oder irgendwelche Löcher drin. Brauche ich nicht, glaube ich. Was kann ich noch zu diesem Fahrrad sagen? Es ist wirklich ein altes Schätzchen. Ne? Ich bin damit jetzt schon quasi zweimal um die Welt gefahren. Und viel mehr habe ich da eigentlich gar nicht dran. Also hinten habe ich 11 bis 32. Vorne habe ich 39 bis 45 die Kettenblätter. Ihr seht, das ist jetzt nicht so eine super Bergübersetzung. Da muss ich schon mal fett treten mit meinem Gewicht. Aber sonst, ja, kann ich jetzt im Moment gar nicht so wahnsinnig viel mehr über das Rad sagen, weil ich da, wie gesagt, auch gar nicht so der Nerd bin. Was ich wichtig finde, hier vorne habe ich so eine Klingel. Die ist auch sehr laut. Die halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man sich von Weitem schon ankündigen kann. Ja klar, mein Navi, das habe ich hier vorne dran. Und die Taschen, die kann ich halt sehr, sehr gut auch da jetzt dran bauen. Ganz schön viele Taschen finde ich für mich, aber okay, so ist es halt. So werde ich dieses Mal versuchen, diese Randonnée anzugehen. So, viel mehr kann ich jetzt gar nicht mehr zu dem Fahrrad sagen. Wenn euch irgendwas fehlt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Nerd, der jetzt darauf eingeht, welche das Gewinde, die Schraube hinten an der Sattelstützenbefestigung hat. Keine Ahnung. Ich habe alle Imbusschlüssel dabei. Deiner wird schon passen. Ja, dann gucke ich jetzt mal, wie lange es noch weiter regnet. Und dann fahre ich ein Stückchen weiter. Dann suche ich nachher mal eine richtige Hütte. Denn da würde ich dann versuchen, für euch noch die Taschen mal einmal auszupacken und zu zeigen, was so drin ist. Ja, ich sitze hier an so einem Waggon. Ja, die Dinger, die stehen hier am Fernbahnradweg. Das sind Hütten. Und die sind aber innen immer ein bisschen unsauber, weil da abends Jugendliche, glaube ich, drin feiern. Aber es ist ja schön. Ich kann das ja alles hier draußen machen. Ich habe mich hier neben mein Fahrrad gesetzt. Und muss sagen, es ist ganz schön heiß. Ich würde vorschlagen, wir gehen das jetzt einfach mal durch, diese vier Taschen, die ich am Rad habe. Ich packe die einfach mal aus und sage ein bisschen was zu dem, was da drin ist. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die doch bitte einfach in die Kommentare rein. Das ist jetzt hier kein kompletter Überblick, das ist auch kein spezielles Nerd-Video, wo ich jetzt stundenlang auf einen Teil eingehe. Ich sage euch ein bisschen, wofür ich das alles brauche und gut ist. Erstmal ganz kurz, welche Taschen habe ich am Fahrrad? Ich habe hier vorne die Tasche, halt, die ich unter den Aufliegern darunter habe. Dann habe ich hier eine Oberrohrtasche, dann eine Rahmentasche und hinten eine Satteltasche. Dann fange ich auch einfach mal vorne an. Ja, das ist die, ich weiß nicht, wie die heißt, die Tasche, keine Ahnung. Ist auch völlig wurscht. Also da habe ich jetzt im Moment auch wirklich nur eine Luftmatratze drin, die natürlich unheimlich Schlafkomfort bringt, wenn man auf einer Luftmatratze liegt. Und eine große Powerbank habe ich da drin.
Ja, die Luftmatratze ist natürlich ultra light, klar. Aber trotz allem, die kann man schön mal aufpumpen. Das braucht ein paar Minuten, auch wenn man die morgens einpackt, ist in ein paar Minuten geregelt. Und man schläft halt doch viel komfortabler da drauf. Also ich glaube, da werde ich mich diesmal nicht kurz vorher wieder von trennen. Und die Powerbank, die ist relativ groß. Die hat 20 mAh. Und beim letzten Mal hatte ich eine von 12 oder 11 oder so dabei. Bin ich sehr gut mit ausgekommen. Ich brauchte aber auch nur das Smartphone und das Navi. Das Navi ist sehr sparsam. Das Smartphone schalte ich in der Regel auf den Flugmodus. Dann hält das auch 2-3 Tage. Aber ja, dieses Mal habe ich Filmequipment dabei und das braucht halt sehr, sehr viel Akku und deswegen ja, muss ich das halt tatsächlich häufiger wohl auch aufladen. Ja, das ist dann halt so, wenn man viel filmen möchte, nicht wahr? Also, ja, das ist die Tasche vorne und die ist schon leer, da ist nicht mehr drin, aber das kann sich alles ein bisschen, wie gesagt, verändern während der Fahrt, ne? Ja, und dann habe ich hier die Oberrohrtasche und da ist auch nicht viel drin, ne? Da habe ich jetzt im Moment ein Schloss drin. Das nehme ich natürlich nicht mit. Die Fahrräder sind gesichert bei BBB. Da kommst du nur mit dem Armband rein und raus. Klar, kann immer was passieren, aber da darfst du nicht von ausgehen bei so einer Veranstaltung. Ne? Ansonsten ist die Chance, dass unter 7000 Fahrrädern ausgerechnet deins geklaut wird, natürlich auch recht gering, muss man sagen. Ja, ansonsten habe ich da mein Smartphone drin und natürlich so einen Slot hier, wo ich immer die Kamera sehr, sehr gut ein- und raus tun kann. Muss ich sagen, das ist wirklich ein Handgriff, dann habe ich die Kamera in der Hand. Das macht es wirklich einfach, mit dieser Tasche hier zu filmen. Die hat nur so einen Magnetverschluss, die ist also auch relativ schnell geöffnet. So, ja, dann kommen wir doch mal eben zur linken Seite der Rahmentasche. Da ist nämlich nicht so wahnsinnig viel drin, nämlich nur mein Portemonnaie eigentlich. Aber da ist noch ein bisschen Platz, da könnte zum Beispiel noch so eine Brevetkarte noch mit rein, solche Dinge halt. Ne? Das Gute an den Taschen ist, die sind alle wasserdicht. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass es da irgendwie einen Wasserschaden gibt. Ja, das ist mein Portemonnaie, das ich übrigens auch im Alltag nutze. Das finde ich total gut, das hat so Visitenkartenformat. Da passen alle Karten, alle Ausweise rein, Geld, Schlüssel, wenn man möchte. Ja, und das Schöne ist halt wirklich an diesem Portemonnaie, das ist schön kompakt und ich mag das sehr gerne. Wie gesagt, ich nutze das halt auch im Alltag. Ja, dann kommen wir auf die kompliziertere Seite der Tasche. Da gehe ich jetzt einfach mal Stück für Stück durch, was da drin ist. Also, das fängt an mit Feuchttüchern. Feuchttücher sind wichtig. Nehmt sie mit. Ihr könnt euch vorstellen, was man damit so macht, aber eine ganz wichtige Sache ist ab und zu auch mal die Stellen, die aneinander reiben, damit sauber zu machen. Ganz einfach, weil sich da Salzkristalle bilden und das natürlich zu Source führt. Ne? So ein bisschen Tempo ist auch ganz gut. Also, das ist ja schon fast alles, was ich an Hygiene dabei habe. Ich habe auch so ein kleines Tütchen dabei mit einer Zahnbürste und Zahnpasta. Denn ja, das finde ich schon ganz gut, wenn man morgens sich mal die Zähne putzen kann, ehrlich gesagt, oder abends, wenn man in den Schlafsack kriecht. Auch wenn der Rest eher eine Zumutung ist, ehrlich gesagt. Aber ja, so viel Zeit muss sein und das habe ich jetzt heute tatsächlich nicht dabei. Aber stellt es euch vor, irgendwo passt das auf jeden Fall rein, denn die Zahnbürste ist selbstverständlich in der Hälfte abgesägt. Ne? Wäre ja sonst viel zu schwer, so eine Zahnbürste. So, dann habe ich hier meine Beinlinge. Ja, ne? Also wie gesagt, die ziehe ich dann halt an, hauptsächlich nachts, wenn es mir kalt wird. So. Und dann geht es weiter, dann habe ich hier so eine Tüte, da sind meine Koffein-Kaugummis zum Beispiel drin, da habe ich so ein Magnesiumpräparat drin, da habe ich so ein kleines Tütchen mit Kochsalz drin, zwei Kopfschmerztabletten, das war's schon, das ist eigentlich meine Apotheke, muss man sagen. Ne? Also wichtig sind für mich halt hier die Koffeintabletten,
denn die können einen nachts schon mal ein bisschen wach halten. Ja, dann habe ich hier so einen Bügel. Da sind zwei Ladekabel drin, eins für Mini-USB, eins für USB-C. Da habe ich so eine kleine Lampe für die GoPro, falls ich mal nachts mein Gesicht filmen müsste. Und noch zwei Akkus. Die werden nicht reichen. Ich muss zwischendurch in jedem Fall aufladen. So, dann ist hier mein Halstuch drin. Ja, Handschuhe. Für den Fall, dass es nachts mal wirklich kalt wird, brauche ich in den seltensten Fällen. Ja, und das Riesending hier, das ist meine Regenjacke. Da muss ich ja mal gucken. Also ich glaube, die verfrachte ich wirklich nach vorne in die Tasche. Dann habe ich noch so ein Ladeding. Brauche ich eigentlich gar nicht während der Fahrt, sondern eigentlich eher davor und danach. Ja, und das war es auch schon. Das ist in meiner Rahmentasche. Mehr habe ich da nicht drin. Ich wüsste auch jetzt im Moment gar nicht, ob ich heute vielleicht irgendwas vergessen habe. Eigentlich nicht. Müsste es gewesen sein. So, dann habe ich jetzt hinten noch meine Werkstatt und meinen Schlafsaal drin. Dann mache ich mal die Arschrakete auf und dann gucken wir uns das mal an. Das sind nicht viele Teile. So, das ist das erste Teil, was uns hier entgegenkommt. Das habe ich mir gerade diese Woche neu gekauft. Ein aufblasbares Kissen. Ja, man kann sich auch Klamotten unter den Kopf stecken, aber ich habe gemerkt, das habe ich mit dreimal Pusten ist das Ding hier aufgepustet. Wiegt 75 Gramm, hat sogar einen leichten Velourbezug. Ist also wirklich gut, muss ich sagen. Ja? Freue ich mich schon drauf, weil ich brauche, da ich auf der Seite schlafe, schon mal etwas unterm Kopf. Und da ist so ein Kissen wirklich Gold wert. Ja, jetzt kommt schon das größte Teil, das ist natürlich mein Kilt. Ich habe ja gar keinen Schlafsack, sondern ich nehme ja einen Kilt mit. Ich zeige euch den. Und da werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Der Kilt, dem fehlt nämlich ein bisschen was. Ja, nämlich an der Unterseite fehlt dem Material. Und der hat keine Kapuze. So, und dementsprechend ist er natürlich leichter und kleiner. Ne? Der ist aber trotzdem aus Daune und den kann man natürlich gerade in Kombination mit einer Luftmatratze, ist das ein super Teil. Ja, denn den kann man, der hat hier so Clips, da gibt es so Züge, die kann man dann um die Luftmatratze drum spannen. Und dann hat man eigentlich ein tolles Schlafsystem, muss man sagen. Ne? Was fehlt noch? Nicht mehr viel. Hinten in der Tasche. Oh, ja, ich habe noch ein Bivi dabei, aber das werde ich wahrscheinlich nur gegen eine Unterlage ersetzen. Da habe ich so einen Nylonstoff. Das ist einfach nur, damit die Luftmatratze geschützt ist, wenn ich mich irgendwo hinlege. Dass sich nicht ein Steinchen durchdrückt oder so. Ne? So, und dann hätte ich hier noch mein Reparaturkram. Schlauch. Wahrscheinlich nehme ich zwei mit. Und das hier ist mein Werkzeug. Das ist so zum Zusammensetzen. Ist aber alles drin. Zumindest mal für die Schrauben, die ich am Fahrrad habe. Ja, ist da alles dran. Vielleicht nehme ich noch einen Schaltzug mit. Mal gucken. Vielleicht auch zwei. Mal sehen, da kommt sicherlich noch ein bisschen was dazu. Muss mal gucken, ob die Bremsklötze, die sind relativ neu. Die müssten die 1200 Kilometer dann noch halten. Also da mache ich jetzt keinen großen Aufheben. Vor allen Dingen kann man also in den Kontrollen ja auch immer noch relativ gut Equipment bekommen. Ja, was soll ich euch sagen? Jetzt räume ich den Kram hier hinter mir erstmal auf und dann setze ich mich wieder aufs Fahrrad und fahre mal Richtung Aachen. Ich habe, wie gesagt, jetzt keine so große Lust heute zum Fahrradfahren. Ach du Scheiße! Deswegen denke ich, werde ich jetzt gleich mich irgendwo in den Zug setzen und nach Hause fahren. Das war es eigentlich schon.
Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr natürlich spezielle Fragen jetzt zu den Sachen habt, die ich mitnehme, dann schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare. Ja, antworte ich euch gerne. Wie gesagt, war nicht komplett. Und wenn ihr Bock habt, liked bitte das Video. Das wird mir sehr helfen. Und Abonnements sind natürlich auch immer gerne gesehen und herzlich willkommen. Ja, also, ja, ich fahre jetzt weiter. Das nächste Video könnte dann schon tatsächlich PBP sein. Ich weiß nicht, ob ich es vorher noch mal schaffe, ein kleines Video für die Vorbereitung zu drehen. Ansonsten sage ich mal, ja, hat es euch hoffentlich bis hierhin gut gefallen. Also das ist jetzt das, was ich bisher für PBP getan habe. Das ist nicht viel. Wahrscheinlich bin ich auch etwas untervorbereitet, aber wir werden sehen. In ungefähr 3 Wochen geht's los. Ich freue mich schon unheimlich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall und sag mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und wir sehen uns.